Schön, dass du bei Novo Fitness wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir zeigen, wie du mit zwei Tennisbällen und einem Socken dir ein Werkzeug basteln kannst, um deine Rückenbeschwerden, also die Rückenverspannung, abzumildern. Wie das Ganze funktioniert, möchte ich dir jetzt zeigen. Nimm den Socken, mach die Tennisbälle rein, also erstmal einen Ball rein, nach unten, zweiter Ball rein, nach unten oder nach unten schieben. Und jetzt kannst du entweder hier am Ende einen Knoten reinmachen, dann hast du hier ein, dann passiert es nicht so schnell, dass die Tennisbälle wieder rausrutschen. Machen wir hier, zack. Dann hast du hier den Knoten, aber du kannst es natürlich auch offen lassen, den Socken. Aber wenn der Knoten drin ist, dann ist es sicherer. Und jetzt hast du ein Werkzeug, was du direkt neben der Wirbelsäule auf die Muskulatur legen kannst, also den verspannten Teil. Und bei sehr vielen Leuten ist es meistens hier unten in der Lendenwirbelregion, aber auch die Brustwirbelregion hier weiter oben ist oft verspannt. In der Halswirbelsäule sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein mit diesem Werkzeug, aber für die Brustwirbel, für die Lendenwirbel und vielleicht sogar hier am Steißbein ist dieses Werkzeug optimal geeignet. Was jetzt hier geschieht ist, dass die Tennisbälle haben ja hier, also im Socken, eine Lücke und diese Lücke setzt genau auf der Wirbelsäule auf. Somit entsteht kein Druck auf den Wirbeln und nur Druck auf der nebenliegenden Muskulatur. Also Tennisball 1 drückt von euch aus gesehen rechts auf die Muskulatur und Tennisball 2 von euch aus gesehen links auf die Muskulatur. Und jetzt bleiben wir entweder hier mit Druck drauf oder wir können auch das Ganze rollen. Also wir rollen den Tennisball, die Tennisbälle neben der Wirbelsäule an der Muskulatur entlang. Genauso oben an der Brustwirbelsäule entlang rollen. Es gibt das Ganze gibt es natürlich auch im Geschäft zu kaufen, aber ich glaube, da zahlst du schon so um die 20 Euro. Hierfür zahlst du höchstens 2,50 Euro vielleicht. Ein Tennisball ungefähr 1 Euro, zwei Tennisbälle 2 Euro, der Socken, keine Ahnung, vielleicht 50 Cent. Und somit hast du ein optimales Werkzeug, um deine Rückenmuskulatur zu behandeln und wieder locker zu kriegen. Wie machst du das Ganze jetzt? Der untere Bereich der Lendenwirbelsäule ist freigelegt, wie man hier sehen kann. Also es gibt keinen Rippenbogen hier, der das Ganze noch unterstützt. Deswegen würde ich den unteren Bereich, also den Lendenwirbelsäulenbereich, nicht unbedingt mit dem eigenen Körpergewicht auf dem Boden behandeln, sondern eher an die Wand gehen. Das heißt, wenn du jetzt deine Tennisbälle an die Wand legst und dich mit dem Lendenwirbel anlehnst, dann kannst du mit deinen Beinen den Druck bestimmen, der auf die Lendenwirbel kommen soll. Also wenn du etwas weiter vorgehst, hast du natürlich automatisch mehr Druck auf den Lendenwirbel. Wenn du weiter nach hinten gehst, verringert sich der Druck. Viel mehr Druck hättest du, wenn du dich flach auf den Boden legen würdest und direkt auf die Lendenwirbel gehen würdest. Deswegen Lendenwirbel lieber an der Wand erstmal machen, austesten und du kannst hier auf einer Stelle bleiben, aber du kannst auch diese Bewegung machen. Das heißt, die Bälle rollen sozusagen an der Lendenwirbelsäule entlang. Du hast gleichzeitig auch noch so ein bisschen Beintraining dabei und die Muskeln im Rücken entspannen sich. Genau das Gleiche kannst du auch auf der Brustwirbelsäule machen, also auf Brustwirbelhöhe ansetzen und hier entlang fahren oder eben auf einer Stelle bleiben, etwas weitergehen, auf der nächsten Stelle bleiben, etwas weitergehen, auf der nächsten Stelle bleiben. Hier kannst du pro Wirbel vielleicht 30 bis 60 Sekunden bleiben und dann gehst du eins weiter. 30 bis 60 Sekunden bleiben, eins weiter. Wieder 30 bis 60 Sekunden, eins weitergehen. Dieser Druck, der auf den direkt neben den Wirbeln, auf den Sehnenansätzen ausgelöst wird, entspannt die Muskulatur nochmal etwas
Und genauso kannst du es natürlich auch mit rollenden Bewegungen machen, wie ich es dir gerade gezeigt habe. Der Brustwirbelsäulenbereich, den kannst du auch, hier kannst du auch etwas mehr Druck aufbauen, indem du dich auf den Boden legst. Dass du eben dein ganzes Gewicht von deinem Oberkörper auf den Bällen hast. Also hier auf der Brustwirbelsäulenhöhe ansetzen. Und du spürst schon deutlich, dass der Druck im Liegen viel, viel höher ist als an der Wand. Aber wie gesagt, nicht auf Lendenwirbelsäulenhöhe, weil eben hier die Unterstützung von den Rippenbögen fehlt. Lieber auf Brustwirbelsäulenhöhe auf dem Boden arbeiten und auch hier wieder eins weitergehen und draufbleiben. Hier kann man natürlich auch rollen, aber das kann sehr schmerzhaft sein, weil eben zu viel Druck vom Oberkörper auf den Tennisbällen lastet und diese wiederum auf die Muskeln, also auf die Sehnen drücken. Deswegen würde ich das Rollen doch eher an der Wand machen, egal ob es die Brustwirbel oder die Lendenwirbel sind. Brustwirbelsäulenhöhe, Druck auf den Boden, also auf den Boden gehen, wenn du mehr Druck haben willst für die Brustwirbel. Ansonsten, wie ich es gerade gezeigt habe, an der Wand für die Lendenwirbel und für die Brustwirbel arbeiten. Ein super günstiges Werkzeug, zwei Tennisbälle, ein Socken und du kannst deinen Rückenschmerzen bald adieu sagen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen da, abonniere meinen Kanal und schau auch wieder bei den anderen Videos vorbei.